Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Spieltagspressekonferenz, diesmal an einem Donnerstag, weil wir morgen Abend, Freitagabend, 19 Uhr auf der Bielefelder Alm zu Gast sind. Und aufgrund der Anreise sind wir heute ein bisschen früher dran und wir gucken auf das Spiel mit unserem Trainer und Manager Rüdiger Zierl, hallo. Und mit unserem linken Abwehrspieler Fabio Di Michele Sanchez. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ein Name wie ein spanisches Gedicht. Rüdiger, ja, die Fröhlichkeit ist im Training zurück, habe ich die Woche gesehen. Ein bisschen mehr Lockerheit als nach der anderen Woche, wo wir da noch ein bisschen beeinträchtigt waren. Wie hast du die Trainingswoche gestaltet? Ja, war eine kurze Woche. Von daher wollten wir schnell das Spiel Mannheim abhaken, mussten wir trotzdem klar analysieren, besprechen, weil ein paar Sachen einfach gerade nach der Pause nicht gut waren. Und trotzdem auch dann die Gelegenheit, schnell den Fokus auf den nächsten Gegner zu lenken und dann verschiedene Inhalte einfach, die ganz wichtig werden morgen, die wir dann auch abgehandelt haben. Und ich glaube, dass wir dann gut vorbereitet sind für das morgige Spiel. Fabio, du bist ja noch relativ frisch bei uns und trotzdem hast du in allen 7 bisherigen Pflichtspielen auf dem Platz gestanden. Wie beurteilst du dein Eintreten in die Mannschaft? Jetzt fußballerisch oder? Generell. Wie du als Spieler hier angekommen bist, es ist relativ ungewöhnlich, dass man als neuer Spieler so oft zum Einsatz kommt. Ja, also erstmal wurde ich hier sehr gut aufgenommen in der Mannschaft, die mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und ja, ich habe mich von Anfang an, vom ersten Tag an wohlgefühlt. Und dementsprechend bin ich auch mit meinen Leistungen zufrieden. Na klar, nicht perfekt, immer ausbaufähig. Aber dafür trainiere ich jeden Tag, um es immer besser zu machen. Und genau, momentan fühle ich mich sehr wohl und fühle mich gut. Ist das so ein Plan von dir, dass der Fabio praktisch von Marcel Gauss so ein bisschen auf spätere Rollen vorbereitet wird? Der Marcel hat das mal so gesagt, dass er seine Erfahrung gerne an Jüngere weitergibt. Ich glaube, Marcel ist insgesamt ein Führungsspieler, der das unabhängig von der Position jetzt, die ihn betrifft, irgendwo umsetzt, sich da in den Dienst der Mannschaft stellt und klar allen Spielern auch Hilfestellung gibt. Und ich glaube, gerade für die Position dann für Fabio, das war auch in unserem ersten Gespräch auch Thema, dass er sich schon was Einstellung, Professionalität auch bei Marcel Gauss sich ein paar Sachen abgucken kann. Ich glaube aber, er bringt trotzdem andere Elemente auf den Platz, was man gesehen hat einfach. Ist jetzt nicht eine Kopie, eine jüngere Kopie von Marcel Gauss, sondern ist ein guter Spieler, wo wir einfach die Überzeugung von Anfang an hatten, dass er uns helfen kann und hat es in den Spielen auch bewiesen. Ob jetzt in der Startelf oder als Einwechselspieler. Und deswegen bin ich froh, dass es relativ spät funktioniert hat, dass er zu uns gekommen ist, aber dass das dann einfach, glaube ich, eine runde Sache ist von unserer Seite aus, dass wir total zufrieden sind mit dem, was er bringt und glaube auch er, was er bestätigt hat, hier gut angekommen ist und seinen Beitrag einfach bisher geleistet hat. Ist das hilfreich für dich, wenn du so einen erfahrenen Spieler wie den Marcel Gauss direkt auf deiner Position hast und der dir die Tipps weitergeben kann? Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir bei Marcel Gauss sehr viel abgucken, sehr viel lernen durch ihn. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine sehr große Hilfe. Und genau. Kommen wir kurz zum Gegner. Bielefeld, Absteiger aus der zweiten Liga, gehört zum Favoritenkreis, hat so ein bisschen die Kurve jetzt gekriegt, hat in Unterhaching gewonnen. Wie schätzt du den Gegner ein? Mannschaft, die komplett neu zusammengestellt ist. Nur ein Spieler, der aus der letzten Saison geblieben ist. Von daher war das, glaube ich, auch fast klar, dass zu Beginn einfach ein bisschen Probleme auch bestehen können. Hatten jetzt klar mit dem Unterhaching-Spiel, das sie gewonnen haben, Gefühl die Kurve bekommen. Ich hoffe, dass wir das nochmal in eine andere Richtung lenken können, dass ich denke, der Start war jetzt doch nicht so schön und nicht so gut. Dass wir morgen einfach 3 Punkte da holen und die Mannschaft sich weiterhin finden muss. Ich sehe, du hast keinen Zettel dabei, das heißt, die Ausfallquote ist überschaubar. Ja, es bleibt ja bei den Langzeitverletzten. Ansonsten Patrick Sontheimer, der krank ist und wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht. Dann kommen wir gerne zu den Fragen. Das Spiel gegen Mannheim war in Phasen so fehlerbehaftet, wie man das eigentlich von deiner Mannschaft so nicht kennt.
Inwiefern habt ihr das angesprochen, analysiert und welche Rückschlüsse zieht ihr daraus? Dass wir in verschiedenen Situationen dann auch vielleicht das Spiel vereinfachen müssen. Wenn wir merken, wir haben eine schlechte Phase, haben jetzt vielleicht nicht diese Ballsicherheit, um dann einfach das Spiel in des Gegners Hälfte zu verlagern und dann auch gerne mit einem weiten Schlag, um dann wirklich diese Bälle, die dann ja, 50-50 sind, nahe des gegnerischen Tors vielleicht zu haben. Trotzdem ist, glaube ich, in der Mannschaft und auch bei mir die Überzeugung da, dass das jetzt ein Ausrutscher war, dass die Mannschaft einfach eine richtig gute Qualität hat, einfach im Kurzpassspiel auch, und dass wir das auch morgen umsetzen möchten. Von daher, glaube ich, situativ muss man es einfach dann einfacher gestalten, muss man dann klarere Idee dann haben, zu sagen, es ist jetzt vielleicht eine schlechte Phase, das Spiel vereinfachen, um dann wieder Sicherheit zu gewinnen. Habt ihr dieses 1-1 und die Art und Weise so als Dämpfer empfunden? Ja, als Dämpfer, weil ich glaube, wir waren über eine lange Zeit überlegen. Gerade erste Halbzeit waren wir deutlich besser. Und deswegen ist es ärgerlich, dass uns die 2 Punkte fehlen. Weil es ist einfach so die Rückmeldung aus der Mannschaft. Und auch das, was wir gesehen haben, erlebt haben und glaube ich auch viele Fans erlebt haben, war mit einer normalen Leistung in der zweiten Halbzeit definitiv 3 Punkte möglich. Und durch diese schlechte halbe Stunde haben wir im Grunde den Gegner dann zum Tor eingeladen. Kai Brünker, wenn man jetzt nur mal den Torabschluss sieht, darauf bezogen, ist das im Moment so gefühlt so eine Art Lebensversicherung für dich, für euch? Ja, klar, er macht jetzt viele Tore, sind wir froh drum und gerne kann er da den Lauf weiter fortsetzen. Ich glaube, der ist jetzt nicht der alleinige Faktor, es kommt immer auch ein Vorlagengeber dazu. Es gibt jemanden, der den vorletzten Pass spielt, Situationen, die wir heraufbeschwören, dass wir überhaupt in die Nähe vom gegnerischen Tor kommen. Von daher ist er jetzt derjenige, der die Situation dann nutzt und glücklicherweise dann auch viele Tore macht und gerne auch morgen. Dürfen aber auch andere, oder, treffen? Absolut. Es ist, war jetzt nämlich nicht im Training so Torschuss verboten oder Tore verboten, sondern ich glaube, wir haben das auch die Saison in der Vorbereitung, letzte Saison, die Spieler erlebt, die torgefährlich sind. Und wenn Kasim Rabic, glaube ich, jetzt auch kein glückliches Spiel hatte gegen Mannheim, weiß jeder, welche Qualitäten er hat und dass er ein krasser Unterschiedsspieler in der Liga sein kann. Und hoffen, dass er da auch wieder morgen anknüpfen kann. Rüdiger, welche Gedanken hast du denn in Bezug auf Amin Naifi für das Spiel in Bielefeld? Er ist ja reingekommen und hat sofort gezündet. Ist das ein Kandidat für die Startelf? Wir haben ein paar Kandidaten für die Startelf. Letztlich, wir werden mit dem 18er-Kader auch nur nach Bielefeld fahren, haben da aber wirklich sehr, sehr viel Qualität drin. Und da sind dann einfach Julian Günther Schmidt, Amin Naifi, Simon Steele, Optionen, die auch vorne spielen können. Genauso Richard Neudecker, der wieder ins Zentrum reinrücken kann. Bonio Afero ist voll auf dem Damm, Bjarne Tölke fühlt sich richtig gut. Fabio, der eine Option ist, wieder von Anfang an zu spielen. Also klar haben wir wirklich, glaube ich, ein paar Gedanken oder ein paar Situationen, wo wir uns überlegen müssen, was dann für morgen die beste Lösung ist. Da ist Amin mit Sicherheit auch eine Option für die Startelf. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Verletztenliste. Sebi Jakob macht da Fortschritte in seiner Reha und bei Julius Biada. Ist da irgendwo mal ein Licht zu sehen, dass er mal wieder spielt? Sebi Jakob ist in der Reha noch, macht da Individualtraining. Das läuft nach Plan, trotzdem dauert das noch. Das hatte ich ja letztens schon angedeutet. Er steigert von Woche zu Woche. Trotzdem muss man einfach vorsichtig sein. Ich glaube, das ist so, einzelne Läufe zu machen, einzelne Sprints zu machen, ist was anderes wie Wiederholungsfähigkeit dann auf dem Platz auch zu haben mit Richtungswechseln. Und von daher ist da Vorsicht geboten. Aber vom Verlauf ist das jetzt auch wieder ganz ordentlich, aber nicht absehbar, wann er wieder auf dem Platz steht. Und Julius Biada ist hier bei uns mit unserem Athletiktrainer im Individualtraining, ist da auch am Ball schon, macht auch Läufe, ist da auf einem guten Weg. Und hoffen wir, dass das so bleibt. Rüdiger, du hast eben die Optionen auch für hinten angesprochen.
Man schaut ja natürlich auch immer, wie so ein Gegner spielt. Jetzt war es ja so, dass die Dreierkette, also das Zentrum, in den letzten Spielen gut gespielt hat. Jetzt kommt aber Bielefeld mit Fabian Klos, der ja körperlich nochmal eine andere Sache in dieser Liga ist. Ist da auch so ein Gedanke, dass, was dann eher für Uafero oder für Tölke spricht? Das wäre jetzt eine gute Geschichte, wenn ich sage, Piane spielt gegen Fabian Klos, die sich aus Wolfsburg kennen, aus U23. Klar ist das ein Faktor bei Bielefeld, wo wir auch darauf achten müssen. Und ist in den Gedanken auch mit drin, dass wir im Grunde das in den Griff bekommen müssen. Ich glaube, Thema ist dann viel auch, was passiert dahinter, wenn die Bälle verlängert werden, was passiert, wenn die Bälle abgetropft werden, zweite Bälle, Achterposition, wie wir uns da verhalten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt und das war auch ein großes Thema jetzt in der Woche. Aber klar, Fabian Klos ist ein Element in der Liga, wo wir darauf achten müssen. Ich will noch mal ganz kurz zurückkommen, auch auf das Verletzungspech. Gibt es da neue Gedankengänge? Du hast letzte Woche gesagt, ja, wir gucken mal, was passiert. Bleibt es dabei oder gibt es da neue Entwicklungen, dass sich das intensiviert, dass du sagst, ja, in meinem Kopf wird das immer klarer, ich möchte was machen oder wir möchten was machen? Ich habe ja eben gesagt, wir haben jetzt gerade 16 Top-Spieler, die einsatzfähig sind. Und ist irgendwo gebeutelt. Trotzdem sind wir da immer noch sehr, sehr gut aufgestellt. Kader ist ein bisschen kleiner, darf jetzt nicht mehr viel mehr passieren. Aber trotzdem, ich glaube, das ist ein Prozess, wo man sich komplett immer Gedanken macht, etwas noch dazu zu holen, etwas zu verändern. Ob das jetzt sein muss, ob das vielleicht im Winter sein kann, sind wir offen. Fabio, Frage an dich. Ich habe immer so das Gefühl, das ist alles schon sehr, sehr ansehnlich und da kommt immer Energie auf den Platz, wenn du da drauf kommst. Wenn du so einschätzen müsstest, wie viel Prozent von dem, was du denkst, irgendwie das geht bei mir, ist im Moment auf dem Platz schon von dir? Ja, ich gehe immer 100%. Wenn ich reinkomme, gebe ich direkt 100%, um dem Team zu helfen, um meine Fähigkeiten auf den Platz zu lassen. Und deswegen sage ich, dass ich bei 100% immer bin und alles gebe. Wie hast du dich schon mit dem Gegner in irgendeiner Form beschäftigt? Man kennt die schon natürlich, ne? Durch die Abstiege der letzten Jahre auch. Dieses Jahr habe ich mir noch nicht viele Spiele angeguckt von denen. Daher weiß ich noch nicht so viel über die. Aber ja, wir hatten ja Gegneranalysen auch über die. Und da haben wir ein bisschen die kennengelernt und wissen, wie wir gegen sie spielen und vorangehen wollen. Der Mensch da zwei neben dir sitzt, der Trainer hat nach dem Spiel gesagt, jetzt müssen wir in Bielefeld gewinnen bei unserem Mikro. Ist das auch so ein Gefühl bei dir, bei euch? Auf jeden Fall, wir wollen jedes Spiel gewinnen und jedes Spiel 3 Punkte haben. Aber jetzt im Besonderen nach dem 1-1 gegen Mannheim? Ja, also wir haben etwas gut zu machen auf jeden Fall, vor allem nach der zweiten Halbzeit. Aber im Endeffekt wollen wir jedes Spiel gewinnen und immer 3 Punkte haben. Würde ich die Frage auch nochmal an dich weitergeben, Rüdiger. Du hast das relativ ungewöhnlich für deine Art dann so klar gesagt. Wenn man zu Hause einen Punkt holt, dann muss man halt eben auswärts nachlegen. Ist das auch so eine Formulierung, die dann an die Mannschaft so weitergeht? Die Mannschaft hat immer den Anspruch, auch die Auswärtsspiele zu gewinnen. Es war jetzt die letzten Spiele war so, dass wir zu Hause einfach gewonnen hatten, auswärts unentschieden gespielt und war dann von meiner Seite so ein, ich will nicht sagen eine Trotzreaktion, aber zu sagen, okay, war jetzt nicht optimal zu Hause, müssen wir den Spieß umdrehen, müssen wir auswärts einfach eine bessere Leistung bringen und auswärts 3 Punkte holen. Wird auch die Rückfahrt deutlich angenehmer. Wie geht ihr denn mit Niklas Szybnowski um? Der hat ja vor der Saison Kontakt gehabt zum FC, wäre wohl auch ganz gerne gekommen, das ist nicht zustande gekommen. Der dürfte mit einer besonderen Energie in das Spiel reingehen. Reagiert ihr darauf in irgendeiner Weise, taktisch? Ich glaube, dass Schippi richtig guter Spieler ist für diese Liga, wissen wir, glaube ich, alle. Gerade hier in Saarbrücken mit seiner Vergangenheit. Trotzdem jetzt einen Fokus nur auf die Frage einzugehen, Fabian Klos zu lenken oder nur den Fokus auf Schippi zu lenken, wird schwierig. Wir haben die Mannschaft darauf vorbereitet, was passieren wird, was entsprechend die letzten Spiele oder gerade unter Haching Bielefeld gut gemacht hat. Und da ist auch Schippi ein Thema, wo wir die Abwehrspieler darauf vorbereiten. Und jetzt explizit jemand warnen oder irgendwas anders machen, besonders machen, geht meistens schief. Von daher darauf hinweisen, was die Stärken sind, wie die
Abläufe sind. Und da muss man das im Kollektiv auch zusammen verteidigen. Ja, er ist ja als besonders schnell bekannt, der Niklas. Und ist es da eine Option, eventuell tatsächlich Fabio gegen ihn spielen zu lassen? Schwierig, wenn dann Fabio als Rechtsverteidiger spielen müsste, weil Schibi überwiegend über die linke Seite kam. Aber am Ende haben wir schon den ein oder anderen Spieler, die gutes Tempo haben in der Abwehr. Fabio ist einer davon, deswegen sitzt er ja auch hier. Dominik Becker ist schnell, ich glaube Carlo Rizzuto ist schnell. Also da ist es jetzt, haben wir genug Spieler und andere, die vielleicht nicht so schnell sind, die sind einfach cleverer und wissen, wann sie schneller nach hinten laufen müssen und reagieren schneller. Ich glaube, das hatten wir auch letztes Jahr immer wieder Thema gegen schnelle Spieler. Die Abwehr ist zu langsam. Ich glaube, wir hatten gegen, ob das gegen Borussia Dortmund 2 war, die also unfassbares Tempo hatten, haben wir das perfekt verteidigt. Und da ist dann zum einen diese Geschwindigkeit, ist mit Sicherheit ein großes Thema, aber auch zu wissen, wann muss ich loslaufen, ist auch sehr, sehr wichtig. Und da haben wir erfahrene Spieler, die das schon wissen. Rüdiger, du hattest Kasim, als du jetzt vor gutem Jahr übernommen hast, so relativ überraschend zur zweiten Spitze umfunktioniert. Das hat dann sehr gut funktioniert, gerade in der Rückrunde. War dann dadurch, dass Schmidt und Brünker so gut harmoniert haben, dann irgendwann die Option, ihn zurückzuziehen? Man hat jetzt den Eindruck gehabt, der war jetzt gegen Mannheim vorne nicht mehr so im Spiel. Wie hast denn du das wahrgenommen? Versuchst du ihnen jetzt wieder so einen Automatismus zu geben als zweite Spitze? Oder ist der Gedanke schon auch zu sagen, okay, er hat die Spiele davor auf dieser vorgezogenen 8 sehr gut gemacht? Kasim war auch in der Rückrunde letztes Jahr als Doppelspitze nie ein richtiger Neuner. Ich glaube, er hat immer seine Momente gehabt, wo er sich ins Mittelfeld fallen lässt, sich auf die Seite fallen lässt. Und das war jetzt auch gegen Mannheim der Fall. Jetzt gegen Mannheim war es einfach so, dass er ja nicht diese entscheidenden Momente als Vorlagen hatte, dass er den vorletzten Pass vielleicht gespielt hat, dass er selbst torgefährlich wurde, weil er einfach auch fehlerhaft war. Von daher, ich glaube, ist eine gute Option für beides, dass er wieder vorne drin spielt, dass er dann jetzt nicht derjenige ist, der über Körperlichkeit und Kopfballduelle für Aufsehen sorgt, ist, glaube ich, auch klar. Aber trotzdem aus einer schlechten ersten Halbzeit gegen Ferl ist ja die Idee erst entstanden, ihn zurückzuziehen. Hat er richtig gut gemacht und schön, dass wir beide Optionen haben. Steht das Spiel in Bielefeld, klar, ist noch unheimlich früh in der Saison, aber auch schon so ein bisschen unter dem Aspekt, da nach oben nicht abreißen lassen. Guckst du dann so Richtung oben soll bleiben? Ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch schon das Thema. Ich glaube, du musst nach oben, nach unten, nach links, rechts gucken, so eng wie die Tabelle ist. Und am Ende wollen wir dieses Spiel gewinnen und dann sieht es dann auch in der Tabelle schöner aus. Aber jetzt, dass wir uns selbst unter Druck setzen, wir müssen gewinnen, dass dann zum Platz 3, Platz 2 nur noch 2 Punkte sind, ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt jetzt kein Thema. Und trotzdem, wir wissen, dass wir gegen Mannheim 2 Punkte hergeschenkt haben. Die wollen wir jetzt in Bielefeld holen. Ja, Frage an Fabio. Du hast in Holland ja gespielt bei NAC oder NAC, wie heißt das? Breda, zweite Liga. Kann man das irgendwie vergleichen jetzt spielerisch? Klar, wahrscheinlich die Liga nicht so stark, aber von dem Umfeld so eher Unterharing oder eher Dresden, weil da sind ja so die Extreme, wo man sagt, da geht die Post ab in Dresden und Unterharing ist eher so ein bisschen ruhig. Aber ich wollte es eigentlich eher auf das Niveau ableiten, ob du da was mitholen kannst. Ja, es sind einfach zwei verschiedene Spielweisen in Holland und in Deutschland. In Holland ist das Tempo sehr hoch, sehr schnelle Spieler und im Fußball ist taktisch einfach viel weiter, also es ist taktisch viel mehr hier im Fußball. Ich schätze den Fußball hier besser ein auf jeden Fall als den in Holland in der zweiten Liga. Genau. Also ist nochmal eine Steigerung quasi in der Qualität. Ja, für mich schon, genau. Ja, da keine Fragen mehr erkennbar sind. Kommen wir zu den Rahmenbedingungen. Ich habe in der Vorbereitung
noch festgestellt, dass der FC eigentlich ganz gute Erinnerungen an Arminia Bielefeld hat. Ich erinnere an 1985 einen Aufstieg in die Bundesliga durch ein Tor von Sascha Yusufi und ein Jahr später auch ein legendäres Spiel auf der Bielefelder Alm, wo Bielefeld mit 10 Mann antreten musste, aufgrund damaligen geltenden Regelung für Amateurspieler. Sie hatten zu wenig Profis. Insofern haben wir da ganz gute Erinnerungen und eine gemeinsame Vergangenheit mit Arminia. Wir freuen uns auch wieder auf der Alm oder beziehungsweise im Schüko-Stadion zu sein. Wir werden mit über 500 Fans dorthin fahren. Der Kartenvorverkauf lief prächtig. Wir hoffen, dass es da noch ein bisschen mehr werden. Es ist das Highlightspiel am Freitag, deswegen 19 Uhr Beginn in Bielefeld. Und wir hoffen, dass wir dann mit einem guten Ergebnis dort in das kommende Heimspiel dann am Feiertag, den darauf folgend am Dienstag, gegen Lübeck gehen können. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns demnächst im Stadion. Bis dann. Tschüss.